Jörg Hartmann, nominiert. Herzlichen Glückwunsch. Drei Ausrufezeichen. Wie aufgeregt sind Sie? Das ist die große Frage heute. Es geht, ganz ehrlich. Also ich kann es gerade noch sehr genießen. Ich war vor 2 Jahren aufgeregter, als ich schon mal nominiert war. Da konnte ich ein bisschen üben. Deshalb, ich bin gelassener. 2015 haben Sie die Jury begeistert als kompromissloser Stasi-Offizier in Weißensee. Was ist der Reiz an dieser Rolle? Oh, der Reiz an dieser Rolle ist, seine Denkweise zu kapieren, ihn wirklich zu verstehen, was ja erstmal nicht so auf der Hand liegt bei diesem Fall Kupfer. In dieses Milieu, mach mich nicht fertig da hinten, da ist der Jürgen Vogel, der macht wieder Faxen. Ne? So kennt man ihn eigentlich gar nicht. Was wollte ich sagen? Jürgen, jetzt hast du mich rausgebracht. Du hast es geschafft, also wirklich. Ich habe ja nur gemerkt. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Jürgen Vogel. Er ist wirklich einer der Besten, auch einer der Attraktivsten. Nein. Da wollen wir alle hin, meine Damen und Herren. Jetzt hat nämlich der liebe Kollege gefragt, was mich reizt am Falk Kupfer. Ja, da hast du doch das Milieu, die Zeit. Ja, siehst du? Weil davon habe ich ja eigentlich gar keine Ahnung als alter Ruhrpottler. Und da darf man mal so absteigen und das macht ja echt Spaß. Okay, da ihr beide nominiert seid, einmal Blochin, einmal Falk Kupfer, Weißensee. Hand aufs Herz, wie lange habt ihr an eurer Dankesrede gefeiert? Ja, gar nicht. Ich glaube, es ist immer viel besser, wenn man das spontan macht. Also meine Erfahrung ist immer am allerbesten, nicht damit rechnen, sich freuen, dass man nominiert ist. Und wenn man ihn kriegt, dann ist super, aber dann kann man auch diese Freude, diese echte Freude und Überraschungsfreude, kann man dann auch gut, wir Schauspieler, das kriegen wir schon hin. Dass wir Danke sagen, kriegen wir auch hin, ohne vorzubereiten, glaube ich. Das kriegen wir hin. Zu Blochin also, habe ich noch eine ganz andere Frage. Columbo, wie ihr alle wisst, war lange ohne Vornamen, bis in der Episode des Teufels Corporal plötzlich herauskam, dass er Frank heißt. Hier und heute ist ein super Moment, um uns zu verraten, wie Blochin eigentlich mit Vornamen heißt. Wann waren denn das bei Columbo? Bis das rauskam? Viel mehr. Ich glaube, da musst du noch ein paar Staffeln Blochin. Gut, dann Anschlussfrage. Gibt es eine Fortsetzung von Blochin? Ich hoffe sehr, ja. Also wir entwickeln gerade und das Go kommt jetzt hoffentlich bald vom ZDF. Müsst ihr ZDF, wenn ihr die Serie mögt, dann müsst ihr ZDF fragen. Also spätestens nach dem Preis heute Abend gibt es noch Staffel 2. Weil die Nominierung ist schon toll für uns. Also falls ich gewinnen sollte, ich werde ihm danken, weil ich habe letztendlich alles von ihm zu verlangen. Ich habe alles gelernt von ihm. Best Buddies. Weil ich schon so alt bin. Er war schon 6 damals, da gedacht, so wie der Jürgen Vogel, so will ich später auch mal werden. Nur ich möchte mehr Haare haben. Und das hat geklappt. Na ja. Ist das schon mal super? Jörg, aber das ist nicht alles. Nein, aber du hast doch sonst alles. Bevor ich noch eine Schlussfrage habe an dich, Jörg, noch eine an den Jürgen. Welche Rolle spielst du eigentlich als Joseph Rattler in der neuen Winnetou und Old Shatterhand Trilogie? Ja, ich befürchte, ich bin ziemlich böse, muss ich sagen. Und ich hatte auch großen Spaß dabei. Es könnte sehr gemein werden. Das gucke ich mal an. Gerade da ist Bösewicht, aber ein herrlich kleiner. Und dann noch an den Jörg. Nicht nur in Weißensee, sondern auch im Tatort Dortmund begeisterst du Millionen von Fans. Wie geht's denn weiter mit Peter Faber, dem Dr. House, unter den Tatort-Cops? Und welchen Fall löst Faber als nächstes? Der spielt im Rockermilieu. Drehen wir ab 16. geht's jetzt los. Ja, das kann ich verraten. Danke fürs Interview. Gerne, gerne. Top, Jungs. Alles Gute.